So, und da bin ich wieder hier bei Half-Minute Hero Super Mega Neo Climax Ultimate Boy. Wir haben im letzten Part, im ersten Part, die erste Quest abgeschlossen und jetzt machen wir die zweite. Ja, ganz genau, im zweiten Part machen wir die zweite, vielleicht auch die dritte, vielleicht auch die vierte, ich weiß nicht wie viele, sorry. Auf jeden Fall würde ich sagen, mache ich den Spiellog aus, der einfach nur dafür sorgt, dass ich Schatten von anderen Spielern sehe, die ein bisschen besser sind als ich, damit ich sie versuchen kann zu besiegen. Auf jeden Fall sagen wir ganz normal Start. Und am Anfang kommt halt immer so eine kleine Übersicht. Und ich habe die Story übersprungen. Yeah, ich bin so gut. Okay, das können wir gleich nochmal rausgehen und neu starten. Ich bin nämlich so gut und überspringe sofort alles. Hallo, mach mal eine Versuch. Ja. Half-Minute Hero. Also Hero 30, Nummer 2. Yay. Ganz genau. Und zwar die Brücke zum Festland dieser Episode. Hallo. Hallo Siliaros. Viele gemeinsame Reisen liegen vor uns. Weißt du noch, was der letzte Bösewicht gesagt hat? Irgendjemand scheint die Zerstörungsmagie an andere weiterzugeben. Und auch auf diesem Kontinent hat wohl prompt ein Bösewicht diese Magie erlernt. Sieh mal da drüben. Fledergrim. Ich habe mich 30 Jahre lang in einem dunklen Loch vergraben. Warum auch nicht, wenn es Spaß macht. Aber auf einmal kommt da so ein alter Mann vorbei und hat mir die Zerstörungsmagie beigebracht. Ich habe also die Brücke kaputt gemacht, damit mir niemand in die Quere kommen kann. Das Ganze ist einfach perfekt. Nach 30 Sekunden, noch 30 Sekunden und die Welt ist Geschichte. So sieht es wohl aus. Jetzt sind wir also an der Reihe, etwas zu unternehmen. Lass uns mal wieder die Welt retten, oder? Am besten wird es sein, du machst die Brücke wieder heil, damit du zur Burg des Bösewichts gelangen kannst. Hol dir die nötigen Infos im Dorf und suche noch jemanden, der die Brücke reparieren kann. Ach ja, und wenn du die Zeit zurückdrehen willst, dann geh zur Statue der Göttin im Dorf. Eigentlich kann ich das ja moralisch nicht vertreten, andauernd in den Lauf der Zeit anzugreifen. Aber andererseits will ich natürlich viel, viel Geld. Bin eben auch nur eine Göttin. Die Details erkläre ich dir, wenn du im Dorf angekommen bist, Siliaros. 2, 1 und los. Repariere die Brücke. Ja, okay, dann wollen wir das doch mal gucken. Aber natürlich erstmal wieder ein paar Viecher killen, damit wir hier auch wieder ein paar ordentliche Level kriegen. Halt erstmal ein paar Level erreichen, ein bisschen Geld ansammeln. Denn Geld brauchen wir ja bekanntlich, um die Zeit zurückzudrehen. Deshalb würde ich sagen, kämpfen wir erstmal gegen ein paar Monster. Haben dann schon wieder auf ein Drittel HP runter. Aber jetzt machen uns die Viecher keinen Schaden mehr. Ich bin schon wild. Ah, okay, dann gehen wir mal ins Dorf. In der Mitte steht die Statue der Göttin. Schön, nicht wahr? Genau wie ich eben. Hier opferst du mir etwas und sprichst ein Gebet. Dafür drehe ich die Zeit um bis zu 30 Sekunden zurück. Aber Vorsicht! Jedes Mal, wenn du das tust, wird deine Opfergabe größer ausfallen müssen. Meine Schwester hat mich gerufen und deshalb bin ich jetzt gleich wieder da. So, und schon bin ich wieder da. Meine Mutter wollte, dass ich kurz zu Edeka gehe. Habe ich aber nicht gemacht. Und Killisonic spielt jetzt Call of Duty oder irgendwas, was ich nicht spiele. Auf jeden Fall, ja, muss die Opfergabe jedes Mal groß ausfallen. Warum das Geld kostet? Na, du weißt doch, Zeit ist Geld. Da siehst du mal, wie wichtig so ein bisschen Zeit sein kann. Mach dir keine Gedanken wegen der Details. Positives Denken ist angesagt, Siliaros. Naja, auf jeden Fall können wir uns hier erstmal für 10 Gold ein bisschen heilen. Und hier können wir jetzt halt beten. Mal können wir die Zeit zurückdrehen. Whee! Yay, die Zeit wurde zurückgedreht. Normalerweise kriegt man jetzt ein Steam Achievement, aber habe ich schon gekriegt. Auf jeden Fall kostet es jetzt halt 200 und das kostet halt mit jedem Mal mehr. Und der Typ hier hat was zu sagen. Zimmermann, ich war gerade dabei, die kaputte Brücke zu reparieren. Da haben Monster meinen Hammer gestohlen. Sie sind in die Höhle im Osten. Da fehlt irgendwie das Prädikat. Wenn du gleich losgehst, kriegst du sie vielleicht. Okay, dann wollen wir doch mal los. Die Viecher killen wir einfach so. Und hier oben ist die Höhle. Die Viecher killen wir auch. Und die Höhle betreten wir. Und oh mein Gott, drei extrem schwere Fledermäuse. Und da ist der Hammer auch schon. So, und spring den Hammer zurück. Jetzt sollten wir uns, glaube ich, ein bisschen beeilen. Ansonsten sind wir gleich tot. Naja. Oha, du hast mir meinen Hammer besorgt? Danke. Oh mein Gott, ja, ich habe ihm etwas besorgt. Ich repariere die Brücke. Geh aus dem Dorf nach Westen. Ich bin dir ja so dankbar. Mein Mann kann wieder arbeiten. Yay, die Brücke ist repariert. Das in nur weniger als einer Sekunde. Dank dir konnte ich die Brücke reparieren. Vielen Dank nochmal und alles Gute.
Yay, bitteschön. Hier ist noch ein Dorf. Mal gucken, was da drin ist. Auch eine Statue, gut. Auf jeden Fall kann ich hier nochmal ein Kraut kaufen. Danke. Dann kann ich nochmal die Zeit zurückdrehen, weil es ja jetzt wieder ein bisschen gedauert hat. Und jetzt kriegen wir auch ein besseres Schwert. Bronzeschwert. Und ein Schild. Yay, wir bekommen ein Schild. Lederschild. Na komm, kaufen wir sonst. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal los. Ich glaube aber, da drüben war das LP auffüllen deutlich günstiger. Genau, hier kostet es 10 Gold, das Kraut kostet 30 Gold und deshalb besiegen wir jetzt den Boss. Mein Plan, Störenfriede von mir fernzuhalten, indem ich die Brücke kaputt mache, ist nicht aufgegangen. Aber, glaub deswegen bloß nicht, dass du mich besiegen kannst. Ach ja, bist du dir da so sicher? Ups, ich wusste es. Ich habe mich zu sehr verausgabt, als ich die Brücke kaputt gemacht habe. So ein Mist aber auch. Jo. Und eine weitere weiße Flagge, das heißt, wir haben die Quest geschafft. Yay, und der Zimmermann. Entschuldige, warte mal bitte. Danke, dass du mir meinen Hammer zurückgebracht hast. Ich bin dir hier hinterhergelaufen, weil ich dir unbedingt nochmal danken wollte. Das hier sollte dir gehören. Viel Glück auf deinen weiteren Reisen. Danke. Und wir haben einen Bambusschwer erhalten. Okay, macht er so viel mehr Damage? Naja, auf jeden Fall. Du hast es geschafft, Ziliarus. Du hast schon wieder die Welt gerettet. Yay. Aber es gibt immer noch keine Spur von dem Kerl, der die Zerstörungsmagie überall verbreitet. Solange wir ihn nicht finden, werden sich immer mehr Bösewicht diese grässliche Magie aneignen. Uns steht noch eine lange Reise bevor. Versuche immer alles zu geben, Ziliarus. Hero 30 und die Credits. Development, Opus Studios Incorporation, Original Concept, Category. Und das ist viel zu viel, deswegen überspringen wir es einfach. Yay. Okay, wunderbarer Held sind wir wieder. Wir haben 52 Sekunden und 47 Millisekunden gebraucht, sind Stufe 9 und haben 211 Gold übrig und sind Seegras-Fan. Dieses Seegras-Fan ist so ein Neben-Achievement, was ich nicht unbedingt achieven muss. Auf jeden Fall gehen wir jetzt weiter. Inhalt wird gespeichert. Bitte schalten Sie Ihr System nicht aus. Sende Daten an die besten Listen. Wow, es ging so unglaublich schnell. Der Bösewicht hatte den Weg zum Festland blockiert. Ziliarus gab dem Zimmermann seinen Hammer und im Nu war die Brücke wieder heil und der Weg lag frei. Kurz darauf schon war der Bösewicht Geschichte. Ein Zimmermann, der eine Brücke mit nichts weiter als einem Hammer repariert, gebührt mehr Respekt als einem Bösewicht. Nächstes Mal bei Held 30. Scharfrohr. Scharfrohr? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall. Können wir jetzt nochmal hier mit jedem sprechen, den Spieler mal angucken. Das hast du gut gemacht, aber gib auch beim nächsten Mal wieder alles, hörst du? Ja klar. In dieser Gegend gibt es reiche Juwelenvorkommen. Endlich sind wir auf dem Kontinent gelandet. Ich kann kaum erwarten, den zu erkunden. In dieser Gegend soll es einen harten Söldner geben. Okay. Naja, gehen wir wieder zur Weltkarte. Und auf. Zur nächsten Mission machen wir den... Oh ja, ich lasse mal den Spiellog an. Einfach nur so, um zu gucken. Und dann würde ich sagen, drücke ich mal Start. Rufe Bestenlisten für die Darstellung der Logs ab, was auch immer da stand. Auf jeden Fall, Hero 30 wieder mit dem. Okay. Da wurde doch vorhin tatsächlich jemandem beigebracht, die Zerstörungsmagie zu wirken. Das blieb meinem teuflischen scharfen Gehör freilich nicht verborgen. Ich probiere sie selbst mal aus. Ach, Scharfrohr, okay. Der hört also gut. Oh weh, dieser Bösewicht experimentiert mit der Zerstörungsmagie. Du bist so nett und machst ihm den Gar aus, bevor er den Zauberspruch zu Ende sprechen kann. Es dauert 30 Sekunden, die Magie zu wirken. Du musst ihn also innerhalb dieser Zeit besiegen. Statte aber zuerst mal der Stadt da einen Besuch ab. Da bekommen wir bestimmt alle nötigen Infos. 3, 2, 1 und go. Hi. Bei der Brücke wimmelt es nur so von Monstern. Sei dort bloß auf der Hut. Und jetzt schon die Zeit zurücksetzen nach gerade mal 30 Millisekunden. Oh, noch 70 Sekunden bis Zombie besiegt ist. Yay, ich kämpfe gegen Zombie. Okay. Naja, soll die. Hey, du siehst aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Ich bin ein Söldner. Wenn der Lohn stimmt, gehe ich dir gern zur Hand. Für 1000 Gold bin ich dein Mann. Wenn dir das nicht leisten kannst, tja, mal sehen. Ich suche nach einem Geschenk für meine Freundin. Aber ich habe keine Ahnung, was ich ihr schenken soll. Naja, 1000 Gold ist auf jeden Fall ein bisschen schwerer. Also, bring mir etwas, über das sie sich freut, dann helfe ich dir auch so. Hatte der Typ in der Karawane nicht gesagt, es gibt Edelsteine? Naja, auf jeden Fall kostet LP auffüllen hier nicht. Das Essen heute geht aufs Haus. Iss so viel du kannst, habe ich schon. Wäre sicherlich eine Erleichterung, so einem Söldner an seiner Seite zu haben, was? Jupp, definitiv. Hey, da ist Zombie. Naja, auf jeden Fall, das sind halt die Spiellogs.
stehen halt so da. Auf jeden Fall sind wir hier wieder in der Stadt und da können wir nochmal ein Kraut mitnehmen. Und hier könnten wir LP auffüllen, aber hier kostet's was, oben kostet's nichts, deswegen, jo, scheiß drauf. Auf jeden Fall, so, dann können wir hier nochmal was essen und Zeit zurückdrehen. Müssen wir noch nicht, dann leveln wir einfach noch ein bisschen, würde ich sagen. Und wir müssen irgendwas finden für den Typen. Dann gucken wir nochmal, ob hier irgendwas ist. Ein Fipi, der irgendetwas bewacht. Gucken wir mal in die Truhe. Yay, einen roten Diamanten. Das ist doch bestimmt wieder ich sollte die Zeit zurückdrehen. Da habe ich gerade nicht drauf geachtet. Naja, auf jeden Fall kämpfen wir uns hier weiter durch die Massen an Gegnern. Essen nochmal was. Und dann können wir mit dem Typen jetzt reden. Tag, hast du, was ich dich gebeten habe? Wow, das ist ja Wahnsinn. Aber hallo, das wird ihr definitiv gefallen. Und Lukas spielt Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer. Okay. Und Jens auch. Okay. Also gut, ich werde dir helfen, wie versprochen. Söldner Söldi ist mit dabei. Yay, wir haben einen Freund gefunden. Wir sind nicht mehr freundeslos. Boah, der macht auch gut Damage. Und jetzt bin ich schon wild, deswegen kann ich mal sagen, gehen wir hier zu dem Gefahrenschild. Oh, der Typ scheint wirklich ein bisschen größer zu sein. Aber scheiß drauf. Naja, auf jeden Fall können wir hier nochmal ein bisschen leveln. Und hier ist nochmal eine Stadt, wo wir die Zeit zurückdrehen können. Und Stopfkuchen, 30 Gold. Naja, hey, der hat was zu sagen. Was, du brauchst ein Schiff? Klar geht das, aber das wird dich was kosten. Mit 200 Gold bist du bereit. Na, wie hört sich das an? Wir brauchen ein Schiff. Wir brauchen ein Schiff. Ja, stimmt, ansonsten kommen wir hier schlecht durch. Na, den würde ich sagen, gehen wir doch mal zu dem Typen und geben ihm 200 Gold. Passt schon. Naja. Yay, Schiff jetzt benutzbar. Da ist das Schiff. Yay, da ist ein Turm. Okay. Dann gucken wir mal in den Turm rein, was da ist. Noch 11 Sekunden, 10 Sekunden. Auf jeden Fall. Yay, wir haben ein Bum-Bum-Schwert erhalten. Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum. Damit machen wir jetzt ganz stark Bum-Bum-Bum. Oh, scheiße. 6 Sekunden. Zeit zurücksetzen. Hier, da ist Zeit zurücksetzen. Und nochmal voll essen. Und dann können wir... Ja, genau. Wir können hier rüber. Nein, ich will hier nach links. Ich will nach links. Da ist nämlich die Boss des Bösewichts. Jo, Bug des Bösewichts. Schau vor, willst du nicht abhauen, solange du noch kannst? Nö. Yay. Ach, was ist, war das nur eine, für eine dumme Idee, mit der Zerstörungsmagie rumzuspielen? Wir haben eine Spezialwaffe gefunden, die macht dem Typen extra viel Damage. Deswegen, bum bum, bum, laut, scharf Ohr. Hm, tut weh. Naja, Quest geschafft. Yay. Und noch eine weiße Fahne. Dün, dün, dün. Yoko, hey, warte mal. Du hast die Welt vor der Zerstörung gerettet. Nimm das. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Naja, ich gehe dann mal. Mein Freund wartet schon. Bis dann. Okay. Yay, wir haben ein Söldnerschild erhalten. Danke. Ich mag die Musik. Gott in der Zeit sagt, ich frage mich, ob er sich überhaupt bewusst war, was wäre, wenn er die Magie vollständig gewirkt hätte. Naja, du hast ihn aber da ja davon abgehalten und das ist es, was zählt, was? Yay. Jupp, das stimmt. Naja. Ja, Credits. Okay, toll, tschüss. Yay, und wir sind wunderbarer Held und haben den roten Diamanten und den Ohrenkiller. Jupp, super. Okay, wir haben 1 Minute 20 gebracht in Stufe 14 und haben 542 Gold über. Und da ich jetzt hier 2 Missionen geschafft habe und meiner Rechnung nach jetzt knapp auch wieder genügend Leute, genügend Zeit war und wir 2 Quests geschafft haben, würde ich sagen, gucken wir uns das hier noch kurz an, was hier steht. Nachdem er dem Bösewicht die Ohren langgezogen hatte, setzte Siliarus Kurs auf den nächsten Kontinent. Tief in seinem Herzen fühlte Siliarus ein bisschen Mitleid für den Bösewicht. Aber das hielt nicht lange an. Nächstes Mal bei Held 30, Höhlen und Wälder. Ja, okay, ja, die Typen springen mal hoch. Das hast du gut gemacht, aber gib auch beim nächsten Mal wieder alles, hörst du? Gewusst wie? Rüste dich mit einem Schild aus, um weniger kritischen Schaden abzubekommen. Treffen wir abzubekommen, okay. Ich liebe es, per Schiff zu reisen. Am liebsten würde ich die ganze Welt umsegeln. In dem Wald vor uns scheint es nur so von Insekten zu wimmeln. Okay. Naja, aber damit würde ich sagen, speichere ich einmal das Spiel. Ja, okay. Und sage bis zum nächsten Mal hier bei Half-Minute Hero. Mit dem super langen Namen Half-Minute Hero Super Mega Neo Climax Ultimate Boy. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß noch auf unserem Kanal und bis zum nächsten Mal.